Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Horn hat gestern Abend auf einer Fläche von 40 mal 60 Metern gebrannt. Das Feuer wurde von auf dem Dach abgestellten Gasflaschen immer wieder angefacht. Das hat erstmal geknallt, als würden Raketen einschlagen. Dann bin ich an die Tür gegangen, habe rausgeguckt, habe oben gesehen, dass da wirklich, wie bei den Bomben, da das Feuer hochging. Und dann wusste ich ja, es sind keine Raketen, da oben wurde ja gebaut, also die sind ja da am Arbeiten an dem Dach. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Dadurch, dass wir von der Rückseite keinerlei Möglichkeit hatten, eine Drehleiter aufzustellen, blieb uns als einzige Möglichkeit von der Vorderseite über die Leiter anzugreifen. Und auf der Rückseite haben wir dann eine Truppe eben über dieses Baugerüst aufs Dach vorgeschickt. Eine leicht verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über die Brandursache liegen noch keine Informationen vor.